Staufrei durch den Hamburger Hafen. Dieses Ziel verfolgt die Hamburg Port Authority bereits seit Jahren. Auf dem Weg dorthin werden immer mehr IT-gestützte Maßnahmen umgesetzt. Eines der neuesten Projekte ist das Smartport Traffic Light System. Das neue System besteht darin, dass eine Ampel kommunizieren kann mit dem Truck, mit dem LKW. Also die intelligente Ampel, das Smartport Traffic Light, ist ein Mosaikbaustein von vielen, die wir im Hamburger Hafen angelegt haben an Projekten, um den Verkehrsfluss durch den Hamburger Hafen zu befördern, damit im Prinzip ein LKW durch den Hamburger Hafen fließen fährt. Viel wichtiger sind noch die darauf enthaltenen Container, dass der Warenfluss relativ gut funktioniert. Das Onboard-System des LKW meldet sich an der intelligenten Ampel an. Dadurch kann die Ampel je nach Abstand zum LKW die Grünphase vorziehen oder verlängern. Das Fahrzeug kann dann ohne Stopp die Ampel passieren. Die intelligente Verkehrssteuerung ist die einzige Chance, der Verkehrssituation gerecht zu werden. Die steigenden Verkehrsaufkommen in Hamburg, seien es Personenverkehre, seien es Güterverkehre, werden bis zum Jahre 2030 enorm ansteigen. Wir werden es also nicht schaffen, durch zusätzliche Straßen, Brücken, das heißt in Beton und Stahl, den Aufgaben gerecht zu werden. Nur mit dem Zusammenspiel, Ausbau der Infrastruktur und der gleichzeitigen Einbindung digitaler Verkehrslösungen kann die Hafenwirtschaft noch wettbewerbsfähiger gemacht werden. Durch das Traffic Light System wird zum Beispiel auch die Umwelt geschont. Denn in dem Moment, wo der LKW flüssig fährt und nicht beschleunigt oder abbremst, wird CO2 reduziert und die CO2-Bilanz des Hamburger Hafens wird besser. Nach einer erfolgreichen Erprobung im Hafenareal könnte dieses System in Zukunft auf den gesamten Hamburger Stadtverkehr übertragen werden. Dieses intelligente Ampelsystem, was wir heute hier als Traffic Light System kennengelernt haben, ist ein wichtiger Baustein zurzeit hier im Hafen, was die Güterverkehre, die Lkw-Verkehre angeht, aber auch im späteren Ausrollen auf die ganze Stadt, um eben der Ampel die Möglichkeit der Korrespondenz mit allen Verkehrsteilnehmern zu gewährleisten. Die Hamburg Port Authority hat gemeinsam mit dem Halbleiterhersteller NXP und Siemens dieses System auf den Weg gebracht. Auch bei der Welthafenkonferenz vom 1. bis zum 5. Juni im Hamburger Kongresszentrum wird unter anderem dieses System der Weltöffentlichkeit vorgestellt.